Dem einen oder anderen geneigten Beobachter dürfte aufgefallen sein, dass der DAX deutlich schlechter ist seit einigen Tagen, sich schlechter entwickelt seit einigen Tagen als die daueroptimistische Wall Street. Der DAX tendiert nach unten. Die Wall Street, vor allem die Tech-Werte, sagen sich, who cares, wir machen unser Ding und KI und so, und die Zinsen werden ohnehin deutlich sinken, während die Wirtschaft wundersamerweise irgendwie kein Problem bekommt. However, wir sehen jedenfalls nicht nur der DAX, auch der französische Leitindex sehr, sehr schwach, und man hat das Gefühl, der DAX orientiert sich sehr stark an dem CAC 40, also dem französischen Leitindex, und wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen mit der Fragestellung, lassen die Ratten in Anführungszeichen das sinkende Schiff Europa, denn man fürchtet offenkundig, dass Europa mit einem gelähmten Frankreich, das faktisch nicht agieren und irgendwelche Impulse setzen kann, weil man keine wirklich handlungsfähige Regierung nach den Neuwahlen hinbekommen wird. Und wenn, dann bekommt man eine Regierung, die ohnehin wo linke Projekte anstoßen wird, die sehr viel Geld kosten, und irgendwer muss das finanzieren. Das sind normalerweise die Anleihemärkte, und die sagen sich, nö, lass mal stecken, das machen wir nur, wenn wir deutlich höhere Risikoprämien, ergo Renditen bekommen, und genau in diesem Prozess sind wir. Schauen wir uns die Situation mal an. Hier sehen wir links den DAX, wie er sich entwickelt hat seit den Wahlen in France. Und rechts sehen wir nochmal den Vergleich zwischen DAX und Nasdaq 100. Klar, der Nasdaq ist der stärkste Index in den USA derzeit. Aber es ist schon auffällig, dass der DAX tendenziell zuletzt nach unten tendierte, während das in den USA beim Tech-Index nicht der Fall ist. Das Ähnliche gilt beim CAC 40, also dem französischen Leitindex. Hier sehen wir mal die Entwicklung seit den Wahlen. Da ging es zunächst mal so ein bisschen nach unten. Dann kam diese Rallye, die am selben Tag allerdings abverkauft wurde. Hier wurde das hochgebildet bei etwa 7.700, knapp 50 Punkten. Jetzt sind wir deutlich tiefer, knapp 300 Punkte tiefer. Das ist beim Index, der 7.000 Punkte und ein paar zerquetschte hat, schon eine Menge Holz. Und wir sehen heute zum Beispiel auch die Renditen in France sind um 9 Basispunkte gestiegen, in Deutschland nur 4, in Italien auch, aber 7, also nicht so deutlich. Also wir sehen, das hat schon mit Frankreich zu tun, und der DAX wird gewissermaßen, und die Deutschen werden gewissermaßen in Sippenhaft genommen. Warum? Weil sich eben Investoren sagen, die ganze Geschichte, die wird uns zu heiß, wird uns zu unsicher, dann ziehen wir das Ganze mal lieber raus, und das sind weitgehend US-Investoren. Hier sehen wir mal Nordamerika. Die besitzen 37,6% des DAX, 20,7% sitzen in UK und Ireland, aber das ist wahrscheinlich auch teilweise US-dominiert, die dann eben im Steuerparadies Irland vielleicht ihre Firmen haben, den Firmensitz haben, aber faktisch von Amerikanern letztendlich dirigiert werden oder direkt Amerikaner sind. Dann haben wir Europa 16,9%, Deutschland 13,3%, ein bisschen was Skandinavien und gar so ein bisschen was von den Asiaten, aber das Ganze ist schon weitgehend ein angelsächsischer Besitz, kann man sagen. Wenn wir UK und Irland mal zusammenzählen mit Nordamerika, dann sind wir bei 58%, das ist eine Menge Holz. Und hier sagt man sich, okay, lass mal, wollen wir derzeit eher nicht haben. Hier sehen wir mal die größten Investoren, das ist alles schon 1, 2, 3 Jahre alt, diese Grafiken. Ich habe nichts Neueres gefunden, aber wir sehen, Nummer 1 ganz dick ist BlackRock. Das sind natürlich ETFs, das heißt, BlackRock legt ETFs auf, und diese kaufen dann eben DAX-Anteile von DAX-Unternehmen, ähnlich bei Vanguard links unten. Also hier sind die großen Player, und das sind aber dann eben diese ETFs eben auch Vehikel, vor allem für Angelsachsen, für Amerikaner, die sagen, okay, ich habe Exposure zum Beispiel auch zum deutschen Index, und dann kaufe ich mal halt so ein ETF, was BlackRock hier anbietet, und investieren sich so oder eben ziehen die Kohle ab. Und ich glaube, genau das passiert derzeit, dass Investoren hier die Gelder rausziehen. Und hier sehen wir vielleicht warum, weil eben solche Länder, vor allem wie Frankreich, und das ist ein absolutes Schwergewicht nach Deutschland, die zweitgrößte Volkswirtschaft, allein von der Fläche her, 1,5 mal so groß wie Deutschland, muss man sich ja mal vorstellen, aber natürlich mit über 60 Millionen Einwohnern ein absolutes Schwergewicht, ähnlich wie Italien, und beide Länder sind so ein bisschen das Problem. Und jetzt hier rechts sehen wir nochmal, was hier die verschiedenen Parteien vorgeschlagen haben, und die Franzosen haben bereits ein Defizit zum BIP von 5,5%, und das Ganze wird sich
sich noch ausweiten. Sehr wahrscheinlich, wenn die nur ein Teil dieser Wahlversprechen dann umgesetzt wird. Ohnehin die Franzosen in Relation zum BIP so verschuldet wie kein anderes Land in Europa, auch nicht Griechenland, wenn man jetzt mal Haushalte und vor allem Firmen dazu zählt. Die französischen Firmen sind stark verschuldet. Der Staat auch mit über 100% und irgendwann ist auch gut, irgendwann sagt man sich, nee, machen wir nicht und nimmt dann gleich die Deutschen mit ins Boot in gewisser Weise, zumal auch hier diese Tendenzen zu starken Lohnsteigerungen der Fall sind. Hier sehen wir jetzt mal im Wholesale, also im Einzelhandel, sehen wir Lohnsteigerung von 12,6%, okay, freut mich persönlich für die Leute. Aber ist natürlich inflationstreibend und gleichzeitig können die Arbeitnehmer in Europa aufgrund der Demografie eben höhere Löhne fordern. Hier sehen wir mal unten diese Grafik, wie viele Menschen sozusagen in der Workforce sind, also wie viele letztendlich die Renten dann erwirtschaften in einer älteren Bevölkerung. Und wir sehen, das sind deutlich mehr als eben Leute, die sich aus, oder es sind deutlich mehr dieser Jungen, die verschwinden letztendlich, die nicht mehr da sind aufgrund der demografischen Entwicklung, während die Alten immer mehr werden für ganz Europa. Hier sehen wir das mal. Ist vor allem dieser mittlere Baum zwischen, na, ich sag mal 18 und so 70, also Leute, die tendenziell vielleicht im arbeitsfähigen Alter sind. Dieser Anteil wird um 10% schrumpfen in den nächsten Jahrzehnten. Und Europa hat da natürlich eine sehr schwache und schlechte Perspektive. Jetzt haben wir natürlich eine Menge Migration. Wir haben nur das Pech, dass eben diese Migration, weil wir uns hier allesamt da nicht so besonders geschickt anstellen, eher zumindest teilweise eine Migration in unser Sozialsystem ist und nur wenige wirklich qualifizierte Leute kommen, ein bestimmter Anteil der Leute, nur ein relativ geringer Anteil der Leute, die wirklich so qualifiziert sind, dass sie hier der Wirtschaft Impulse geben könnten. Die anderen sind weitgehend Leistungsbezieher. Und all das kann man verstehen, klar, würde ich wahrscheinlich auch machen, aber ist natürlich für uns jetzt nicht so super. Kommen wir jetzt mal zu dem, was heute der Fall war. Wir haben Jerome Powell gehabt, den FED-Chef, und der hatte den Satz gesagt, Rate cuts not appropriate until greater confidence inflation is hedging to 2%. Also, wir haben noch kein Vertrauen, hat er gesagt, der Jerome, und Sie wissen ja, dass Notenbanker meistens ja in Codes kommunizieren. Und damit sagt der gute Jerome, Juli Zinssenkung, no way, gar keinen Fall, die ist ja schon Ende Juli jetzt, die nächste Sitzung dann erst wieder im September, aber dann ist man schon ziemlich nah an den US-Wahlen dran, da wird Sedanelt, würde da ganz schön im Kreis drehen, wenn dann der Jerome noch vor den Wahlen im November dann die Zinsen senkt. Wir haben beträchtliche Fortschritte auf dem Weg zum Inflationsziel gemacht, bescheidene Fortschritte habe man hier gemacht, eine mehr gute Daten würden das Vertrauen in die Inflation stärken. Amerikanische Wirtschaft wächst mit solidem Tempo. Interessant, und Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt haben sich abgekühlt, bleiben aber stark und sind nicht überhitzt. Okay, dann schauen wir uns mal den Arbeitsmarkt ein bisschen an hier. So ein paar Kategorien, die so ein bisschen unter die Oberfläche gucken lassen. Zum Beispiel diejenigen, die mehr als 15 Wochen Arbeit suchen, und dieser Anteil steigt sehr, sehr deutlich im Grunde seit dem Frühjahr an, was ungewöhnlich ist, weil normalerweise du ab Frühjahr ja eine Arbeitsmarktbelebung hast aufgrund der Witterung. Wir sehen ältere Amerikaner vor allem, die fürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Das ist sehr deutlich nach oben geschossen. Wir sehen dann aber auch, dass zum Beispiel die kleinen Firmen, und wenn man sich für Wirtschaft interessiert oder was wirklich los ist in der Wirtschaft, dann sollte man sich kleine Firmen anschauen. Hier sehen wir, dass die Unsicherheit bei diesen in der NFIB befragten kleineren Unternehmen deutlich gestiegen ist, jetzt praktisch fast schon wieder Corona-Niveaus erreicht hat, wo man ja überhaupt nicht wusste, wie geht es denn weiter, Lockdown und so weiter, wann endet das jemals, Inflation bleibt für diese Firmen das nach wie vor größte Problem. Und interessant ist auch, dass jetzt immerhin 27% gesagt haben, wir werden in den nächsten 3 Monaten die Preise wieder anheben.
Es ist der höchste Stand seit 3 Monaten, allerdings weit unter dem Peak, den wir 2022 gesehen haben, als eben die Kosten explodierten für die Unternehmen, die Inflation so stark explodierte. Aber immerhin, fast jedes dritte Unternehmen sagt also, wir werden in nächster Zeit die Preise anheben. Und das erklärt vielleicht, warum letztendlich das Bild der US-Unternehmen natürlich viel weniger positiv ist, als es die Indizes mit den Schwergewichten aus dem Tech-Bereich suggerieren. Hier sehen wir mal, während nämlich die Magnificent Seven nicht, dann hätten wir null Gewinnwachstum seit den letzten Jahren, seit den letzten 5 Quartalen, also ein Vierteljahre. Das könnte jetzt so, erwartet man im 2. Quartal, das erste Mal sich geändert haben, dass da was passiert bei diesen 493 anderen Aktien aus dem S&P 500. Und im S&P 500 sind ja nur die größten Aktien in den USA und das sind allesamt Schwergewichte. Und deswegen sehen wir, weil es den anderen nicht so gut geht, dass eben der S&P 500 den Equal Weight Index, also wo alle Aktien gleichgewichtet sind, so outperformt, wie wir es nur auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase einmal gesehen haben. Und gleichzeitig sehen wir eben unten den Bloomberg Economic Surprise Index, der doch derzeit im freien Fall ist. Und hier sehen wir mal grafisch illustriert, ja, welche Aktien schlagen den Index und welche nicht. Und da sehen wir Microsoft, Amazon, Google, Meta. Dann kommt lange nichts, dann kommt nie wieder. Und dann SMCI und auf der Negativseite haben wir Tesa, vor allem Nike, Intel und Walgreens, also diese Unternehmen, die sehr, sehr schwach gelaufen sind. Tesla läuft ja jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen besser, gell, weil der Elono, der hat sich was überlegt, wie er sein miserables Geschäftsumfeld irgendwie ein bisschen aufhübschen kann durch den Kauf von Optionen und einen Short Squeeze derjenigen, die sagen, das will ich nicht wahrhaben. Schauen wir uns aber mal die KI-Aktien an. Sie werden immer teurer, getting more expensive, so wie Bloomberg hier versuchte darzustellen. Schauen wir uns mal die Price-to-Earnings-Ratio an. Nvidia 75, Tesla 65, Amazon 56, Microsoft 40, sehr, sehr sportlich. Und schauen wir unten gleich schon mal auf die Price-to-Sales-Ratio. Nvidia 40, Microsoft 15, Meta 10 und so weiter. Und jetzt gucken wir uns mal an, was so durchschnittlich der Fall ist, nämlich im Tech-Sektor 5,5. Dann haben wir zum Beispiel Energie 1,7, Utilities, also Versorger 1,5, Manufacturing 1,3 und jetzt gucken wir nochmal Nvidia 40, Microsoft 15, also das Dreifache des Durchschnitts, Meta das Doppelte des Durchschnitts, Apple auch fast das Doppelte des Durchschnitts, also so richtig billig sind die für alle euch nett, gell? Aber das ist nur eine These, meine Damen und Herren, die Sie natürlich nicht ernst nehmen sollten. Und jetzt schauen wir uns mal an, das ist der S&P 500 X Magnificent 7, ohne die 7 Werte, würde dieser Index mal fast 15% schlechter, wenn es also diese Magnificent 7 Aktien nicht gäbe, performen. Das ist schon mal sehr, sehr sportlich und das Ganze scheint weiterzugehen. Wir haben auch in der letzten Woche massive Zuflüsse gesagt, die 5 größten seit der Finanzkrise in Aktien, in US-Aktien. Was hat man gekauft? Vor allem große Aktien, Large und Small Caps, die Mid Caps, die mittelgroßen Unternehmen hat man eher nicht gekauft. Also hurra, hurra, das ganze Spiel geht weiter und es ist ja eigentlich jetzt keine Welt, die ganz frei von Unsicherheiten ist, könnte man sagen. Aber hier sehen wir den WIX in einem Wahljahr am 9. Juli, Stich, also heute, so tief wie noch nie in einem Wahljahr zuvor. Das wird gut gehen, so wie es in China auch gut geht, wo wir ein kleines Bankenproblem haben. Da ist jetzt die Changxi Bank untergegangen. Über 40 Banken sind in nur einer Woche verschwunden. Das ist teilweise auch von der politischen Führung gewollt, dass die kleinen irgendwie ein bisschen weniger werden. Aber das passiert ein bisschen ungeordnet. Und wie Kylie Bass, sicherlich kein China-Freund, dieser Hedgefund-Manager sagt, da hatte China eben 340% seines BIPs im Bankensystem, die Amerikaner nur 100%. Also die Chinesen haben ein 3,5-mal so großes ein Bankenballon sozusagen wie die Amerikaner, die ja auch schon sehr, sehr viele Banken haben. Also auch Amerika gilt ja als overbanked. Also wir sehen, da ist unfassbar viel und alles hängt mit Demografie und Immobilienmarkt zusammen. Der Immobilienmarkt hat die Chinesen reich gemacht und jetzt platzt die Blase, weil schlichtweg aufgrund der immer schlechter werdenden Demografie natürlich die Nachfrage fehlt. Da kommen die Leute nicht, da gibt es die Leute nicht, die eben Wohnungen kaufen wollen und so fällt das in sich zusammen.
Und das trifft dann die Provinzverwaltungen. Hier sehen wir mal diese LGFV-Bonds. Das sind praktisch Anleihen, mit denen sich die Provinzialverwaltungen finanzieren. Und die haben echte Probleme derzeit, weil die leben vorwiegend von Landverkäufen. Und wenn keiner mehr Land kauft, um darauf zu bauen, dann kassieren die auch keine Kohle. Dementsprechend sehen wir, dass deren Finanzierungsmöglichkeiten jetzt seit 3 Quartalen ziemlich rapide nach unten gegangen ist. Abschließend, meine Damen und Herren, 3 Empfehlungen. Die erste Gruppe 6. Im August kommt der Schmerz für die Aktien. Merkt ihr, was meinen denn die Goldmänner damit? Das ist die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist der Frankreich, langfristige Probleme für Haushalt und Anleihenmarkt. Warum das echt ist, ein echtes Problem ist für Frankreich. Zweite Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, stammt nicht von Finanzmarktwelt, Sie werden staunen, sondern von Goldman Sachs. Es ist ein Text von Goldman Sachs über KI. Too much spent, too little benefit. Man gibt zu viel Geld aus für KI. Microsoft und Konsorten und hatte praktisch kaum Erträge dadurch. Das ist mal ein Text, der vielleicht Ihnen klar macht, dass ich nicht ganz irre bin mit meiner KI-Skepsis, vor allem mit diesem Hype, der an den Märkten derzeit stattfindet. Also, ich werde in diesen Text diesen Link auch unter das Video packen, sowie diese beiden anderen Artikel über Frankreich und die Goldmänner über die Aktienmärkte im August und wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend. Servus, ciao. Wow.